Schön, dass ihr jetzt klatscht. Ich hoffe, es lohnt sich dann auch noch. Ja, ich habe gerade schon kurz zwischendrin. Mikro näher, okay, ja, gut. Standardthema. Ich habe gerade schon kurz gesagt, ich hoffe, ich kann vielen von euch doch noch ein bisschen was Neues erzählen, weil ich habe mich in den letzten Wochen ganz intensiv mit diesem Thema befasst und festgestellt, man kann es entweder relativ allgemein anreißen oder man diskutiert halt gleich über irgendwie Steuergesetzgebung. Und Letzteres wollte ich euch dann am Sonntagnachmittag doch nicht unbedingt zumuten. Worum geht's also heute? Mein Thema ist, ich möchte gerne, dass Steuern transparent werden. Und zwar in dem Sinne, dass tatsächlich jeder sehen kann, wer sich an diesem Großprojekt Staat wie beteiligt. Wer also wie viel Steuern zahlt. Worum geht's nicht? Ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich glaube, es ist auch ein tatsächlich gesellschaftlicher Konsens, dass wir ein einfacheres, sinnvolleres Steuersystem brauchen, will ich auch, ist aber heute nicht das Thema. Einmal kurz Überblick, worüber ich heute reden will. Einmal ganz kurz den Status quo anreißen, der ist uns wahrscheinlich irgendwie allen bekannt, aber nochmal da ein bisschen in die Details gehen. Dann natürlich die Probleme thematisieren, einmal kurz nachgucken, auf welchen Gesetzen denn das alles basiert. Dann eben die große Frage, ist Steuern ein privates Thema oder nicht? Dann ein ganz praktisches Beispiel Schweden, wo das nämlich transparent ist. Ich werde ganz kurz irgendwie darauf eingehen, wie das bei denen funktioniert. Und dann am Schluss nochmal greife ich vorweg vielleicht ein paar Kritikpunkte, bevor ich einmal aufliste, was ich mir vorstelle, was man in die Richtung denn machen kann. Und dann diskutieren wir hoffentlich noch. Ja, der Status quo. Wir können uns ganz genau angucken, wenn wir dann daran Interesse haben, was mit unseren Steuergeldern passiert. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Schwarzbuch Steuern vom Bund der deutschen Steuerzahler, die dann irgendwie immer die absurdesten Steuerausgaben irgendwie groß auflisten, irgendwelche Brücken im Niemandsland etc. Man kann tatsächlich aber auch sinnvollere Informationen finden. Wenn man will, kann man tatsächlich von den ersten Haushaltsverhandlungen bis zum Stück Asphalt, das irgendwo erneuert wurde, nachvollziehen, wofür Steuern ausgegeben wurden. Bei der Herkunft ist es ein bisschen anders. Natürlich ist unser Steuersystem öffentlich, das ist Gesetz, das muss jeder kennen können. Und es ist natürlich auch einsehbar und öffentlich, was der Staat insgesamt an Einnahmen hat. Dazwischen gibt es aber eine Riesenlücke. Ich weiß nicht, wer das hier kennt. Ich finde das total spannend und hoffe, dass es funktioniert. Ja, sieht gut aus. Ja. Ist jetzt ein bisschen ein Auflösungsproblem. Es gibt diese Website, da kann ich irgendwo hier drüben auf die Ausgaben klicken und mir ganz genau angucken, was denn eigentlich so an Steuern ausgegeben wurde für jedes irgendwie Ministerium, für alle einzelnen Posten. Ich gehe mal zurück auf die Screenshots, weil das, glaube ich, ein bisschen schöner aussieht. Genau. Jetzt ist genau falsch rum. So rum, Ausgaben. Ich habe da einmal irgendwie runtergedrillt. Also man kann da irgendwie, ja, das ist fast das stimmt. Man kann da wirklich irgendwie über die diversesten Ebenen irgendwie sehen, was dann hier, das ist das Bundesamt für Wetterdienst irgendwie für den Erwerb von eben Datenverarbeitungsanlagen ausgegeben hat. Und auf diese Website kann man dann hier noch irgendwie weiterklicken, dann kriegt man das PDF mit Einzelpositionen. Das kann ich also alles sehen. En Detail. Was ich nicht sehen kann, ist die Einnahmeseite. Da sehe ich irgendwie zwar diesen großen Block hier, das außenrum, wo dann da steht Steuern. Und dann kann ich hier weitergehen und habe ich hier einen Riesenblock Lohnsteuer. Weiter geht's aber auf der Seite nicht. Und das ist genau das Problem, das ich an der Sache sehe, dass wir zwar eben einmal die eine Seite komplett nachverfolgen können, die andere Seite aber einfach dann ein Bruch in der Kette ist. Es ist also nicht durchgängig nachvollziehbar. Ich glaube, dass dieser Bruch auch dazu führt, dass wir eben eine Entfremdung haben zwischen diesem Ich als Einzelner, ich als Steuerzahlerin und der Staat. Also dieses Abstrakte, irgendwo die da oben, der Staat, dass eigentlich niemand bei Staat daran denkt, dass er selber auch davon teil ist, dass wir das alle sind, dass irgendwie der Asphalt, auf dem wir uns hierher bewegt haben, diesem Staat und damit uns allen gehört. Das, ja, ich glaube, das ist Teil des Problems, dass wir eben da eine ganz große Kluft zwischen dem da oben und uns selber haben.
Und ich glaube, dass ein transparentes Steuersystem nicht die Lösung sämtlicher Probleme wäre, aber ich glaube, es wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, um da wieder ein bisschen mehr Solidarität auch zu ermöglichen. Wieso ist es so? Wieso haben wir diese Lücke? Es gibt einmal das Steuergeheimnis, das ist in der Abgabenordnung geregelt, wo es eben heißt, dass Steuern geheime Daten sind und einem besonderen Schutz unterliegen und deshalb nur von den betroffenen Behörden, die diese Daten unbedingt haben müssen, verarbeitet werden dürfen, und auch die Weitergabe unter Behörden ist ganz stark reglementiert. Es gibt dann auch die Auffassung, dass eben, weil Steuerdaten angeblich, sage ich jetzt mal, private Daten sind, dass sie unter den Schutz auf informationelle Selbstbestimmung fallen und damit quasi das Steuergeheimnis im Grundgesetz verankert ist. Ich fürchte, wenn wir momentan ein Steuersystem einführen würden, das tatsächlich so transparent ist, dass jeder nachgucken kann, gäbe es sofort Klagen dagegen und die würden wahrscheinlich Recht kriegen nach der momentanen Auffassung. Was mich eben weiter führt zu der Frage, sind Steuern private Daten? Einerseits kann man natürlich sagen, das ist irgendwie geheim, das ist irgendwie meins, weil wenn jemand weiß, dass ich an Steuern zahle, kann man ja auch irgendwie sich überlegen, was ich denn verdiene und was ich dann so an Vermögen vielleicht habe und irgendwie Rückschlüsse über meine Lebenssituation führen, und das soll ja niemand machen dürfen, weil es ja meine Privatsphäre. Andererseits, und das ist für mich so der große Knackpunkt, ich habe es gerade gesagt, irgendwie der Asphalt, auf dem wir herlaufen, die Schulen, in denen wir waren, tausend andere Sachen, die wir täglich nutzen und von denen wir profitieren. Steuern sind die einzige Einnahmequelle des Staates, wenn man jetzt mal von so Sachen wie Bundesschuldbriefen oder sowas absieht. Sie sind die absolute Haupteinnahmequelle, sie sind das, womit wir dieses Großprojekt eigentlich alle gemeinsam finanzieren, weshalb ich es absolut absurd finde zu sagen, das ist geheim, was ich dazu beitrage. Wenn man sich mal so stark vereinfacht anguckt, es gibt irgendwie mehrere Menschen, die Steuern zahlen, es gibt diese kleinen Pfeile, jetzt mal um zu symbolisieren, es gibt ja unterschiedliche Steuern und Steuerarten, die wir zahlen. Wenn ich jetzt nur bei Ertragssteuern bleibe, ist es irgendwie Einkommenssteuer, ist Kapitalertragssteuer, Gewerbesteuer bei Unternehmen, die dann irgendwie gebündelt werden zu einem großen Block, was ich insgesamt an Steuern zahle, und diese Summe geht dann irgendwie an den Staat. Momentan haben wir die Grenze gezogen zwischen privat und öffentlich hier. Also es ist erst dann wieder öffentlich, wenn es die große Gesamtsumme ist. Also ja, es ist Standard, das ist irgendwie quasi Common Sense momentan. Mir geht es ein bisschen darum, klarzumachen, dass es relativ willkürlich ist, weil ich genauso sagen könnte, ich ziehe die Grenze irgendwie hier oder ich ziehe die Grenze eben hier. Aber da findet quasi keine Diskussion statt momentan in der Gesellschaft. Es gilt immer noch, irgendwie über Geld spricht man nicht. Dass es auch anders geht, zeigt Schweden. Die haben Open Government quasi seit 1766. Da wurde in deren Verfassung festgelegt, dass sämtliche öffentlichen Daten für alle immer einsehbar sein müssen. Und Steuerdaten gehörten da von Anfang an dazu. Die haben also schon immer quasi diese Steuerverzeichnisse, die irgendwie ursprünglich irgendwie in den Ämtern auslagen als Listen und dann lange Jahre wie Telefonbücher jährlich veröffentlicht wurden, an alle Haushalte, für alle Haushalte zur Verfügung standen oder für allen einsehbar waren, wo man nachschlagen konnte, tatsächlich, was dann irgendwie der oder die Nachbarn irgendwie verdient haben. Eine lange Zeit stand da tatsächlich auch noch das absolute Vermögen mit drin. Mittlerweile sind die natürlich auch digital verfügbar. Es gibt sogar mittlerweile private Anbieter in Schweden, die das aggregieren und dann noch irgendwie so ein analog zur Schufa-Auskunft mit einbeziehen. Da, also das ist ein Verzeichnis, wo man irgendwie nach Namen suchen kann, dann erfährt man, wo der Mensch wohnt, wie alt er ist, in welchen Branchen der schon mal tätig war, was der letztes Jahr an Steuern gezahlt hat. Das ist da irgendwie gang und gäbe und scheint jetzt irgendwie auch nicht dazu zu führen, dass sich die Leute von Neid zerfleischen. Ich habe es geschafft, mit einem Schweden irgendwie nochmal zu sprechen die letzten Tage, der meinte, klar, es gibt dann irgendwie einmal im Jahr veröffentlicht irgendwie die schwedische Bild-Zeitung irgendwie die Liste der reichsten Schweden und Schwedinnen. Die gibt es aber irgendwie bei uns auch und es ist halt dann irgendwie ein paar Tage spannend und ist wieder gut. Genau, wie wirkt sich das denn aus in Schweden? Es gibt Studien, die belegen, dass die Steuermoral deutlich größer ist in Schweden. Es gibt die Bezeichnung der Steuerlücke, die meint die Differenz zwischen dem, was eigentlich an Steuern gezahlt werden müsste und sollte, wenn sich alle an alle Regeln halten würden und nichts vergessen würden, und dem, was tatsächlich im Staatssäckel ankommt. Die ist in Schweden deutlich kleiner als in Deutschland. Die
Quote, also die aufgedeckte und irgendwie vermutete Quote für Steuerhinterziehung, ist dramatisch geringer. Und obwohl sie einen deutlich höheren Steuersatz haben, sind die Leute mit ihrem Steuersystem deutlich zufriedener. Es liegt sicher auch daran, dass in Schweden die Steuern zu einem viel größeren Teil als hier kommunal sind. Es also deutlich direkter nachvollziehbar ist, was mit dem Geld passiert. Aber es liegt mit Sicherheit auch daran, dass es einfach dieses Gefühl gibt, okay, es gibt irgendwie diese Spielregeln, die gelten für alle, das kann ich auch irgendwie überprüfen und ich trage meinen Teil bei, weil alle anderen tun es halt auch. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ich denke, es ist relativ offensichtlich, was es für Kritikpunkte an einem transparenten Steuersystem gäbe. Einmal eben, dass es Privatsphäre ist, dann kommt ganz schnell das Argument, dass es ja nur eine Neiddebatte anstachelt, wenn man da transparent fordert oder dann der große Sozialneid ausbrechen würde, wenn die Leute wüssten, was die anderen verdienen. In Italien, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich glaube, es war vor irgendwie knapp 2 Jahren, hat der Finanzminister vor quasi die Tür hinter sich zugeknallt hat und abgedankt hat, die Steuerzahlungen des letzten Jahres veröffentlicht. Die wurden sofort wieder runtergenommen, aber sie waren für ein paar Stunden online. Und da haben sich Großverdiener dann aufgeregt, unter anderem Berlusconi, dass es ja Tür und Tor für Verbrecher öffnen würde. Die bräuchten jetzt nur nachgucken, wer was verdient und dann könnten sie ins reichste Haus einbrechen. Das sieht man ja auch sonst nicht, welches Haus irgendwie reich ist und wo ein dickes Auto steht. Also ein bisschen obskure Argumente, die dann kommen. Und dann, wenn man das eben auf Seite von Unternehmen sieht, geht es dann um so Themen wie Vertragsgeheimnis. Also ich will ja gar nicht, dass alle Leute wissen, was ich meinen Mitarbeitern zahle, weil sonst könnten ja vielleicht die Frauen fordern, dass sie endlich mal genauso viel kriegen wie die Männer, wenn die wüssten, was sie alle auf ihrer Stufe kriegen. Oder so Sachen wie Betriebsgeheimnis. Also wenn die Menschen nachvollziehen können, was ein Unternehmen an Steuern zahlt, dann können die ja vielleicht darauf Rückschlüsse ziehen, wie viel Gewinn wir machen und wie toll unsere Produkte sind. Und dann könnten irgendwie die bösen Chinesen kommen und irgendwie alles kopieren. Das sind so die Standardargumente. Genau, heute gibt es keine Einbrüche und es gibt auch kein irgendwie Industriespionage und sonst irgendwas. Alles nur, weil wir geheimes Steuersystem haben. Ich finde, es gibt deutlich bessere Argumente dafür, also dafür, Steuern transparent zu machen. Einmal eben die komplette Nachvollziehbarkeit der öffentlichen Haushalte. Ich finde, ich kann nicht von einem transparenten Haushalt sprechen, wenn ich irgendwie ein großes Loch in dieser Kette habe. Dann hatte ich vorhin thematisiert, eine größere Identifikation des Einzelnen mit diesem Staatsding. Klar, niedrige Steuerhinterziehung käme uns wahrscheinlich auch allen zugute. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich zu einem sozialeren Steuersystem führen würde. Denn wenn man sich mal überlegt, wer davon profitiert, dass es irgendwie doch ein bisschen einfacher ist, Steuern zu hinterziehen, irgendwelche Schlupflöcher, irgendwelche halbgrauen Regelungen auszunutzen, sind es jetzt weniger die Leute, die irgendwie eh schon kaum Steuern zahlen, sondern halt tendenziell die, die nach unserem progressiven Steuersystem mehr beitragen sollten. Genau, ich finde, das sind sehr gute Gründe dafür, das zu machen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich heute komme und sage, ich will, dass alle sehen können, was alle anderen Steuern zahlen, regnet es wahrscheinlich erstmal einen großen Shitstorm, weil das ist ja irgendwie unmöglich und irgendwie, dann heißt es wieder irgendwie Piraten mit ihren absolut chaotischen, unmöglichen, unrealistischen Forderungen. Ich glaube, es gibt aber auch schon viele Schritte in die richtige Richtung. Also wie gesagt, meine Vision wäre tatsächlich analog Schweden, dass einfach jeder nachgucken kann, was die anderen zahlen. Und ich glaube, dass, wenn wir uns vorstellen würden, dass das realisiert wird, es auch sehr schnell Normalität wird und wir nicht alle den ganzen Tag damit beschäftigt werden, nachzugucken, was irgendwie denn unser nächstes Date eigentlich letztes Jahr an Steuern gezahlt hat. Ja, Schritt in die richtige Richtung. Quick Wins habe ich sie mal genannt. Einmal rechtlich/politische. Was man heute schon ganz problemlos machen könnte, ist öffentliche Steuerzahlungen einfach mal konsolidieren. Jede AG ist heute schon verpflichtet, ihre komplette G&V und damit auch ihre Steuerzahlung zu veröffentlichen. Aber ich weiß nicht, ich habe die Frage bei der Open Mind schon gestellt, wer von euch hat sich im letzten Jahr mal einen Geschäftsbericht einer AG angeguckt? Na, immerhin. Aber doch die deutliche Minderheit. Wenn man das auf so einem Portal wie diesem schönen Bundeshaushaltsportal einfach mal aggregieren würde, sodass ich nachgucken kann, was zahlen denn eigentlich so die DAX 30 an Steuern, wäre das, glaube ich, auch schon mal ein Schritt hin zu mehr Transparenz. Man kann ja auch dann eben noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man es eben wirklich auf Menschenebene haben will, man nimmt die Daten und aggregiert sie.
Das ist in Teilen heute schon möglich. Also man kann irgendwie schon gucken, welche Kommunen oder welche Bundesländer sowieso, aber auch welche Landkreise die größten Steuernahmen haben. Aber es ist nicht zentral irgendwo erfasst und es ist nicht so, wie man vorhin es auf dieser Ausgabenseite gesehen hat, dass ich mich so schön durchklicken kann und genau nachgucken, sondern man muss sich das halt alles irgendwie zusammensuchen. Und dann könnte man halt da so Baby Steps Forward machen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt nicht nur die Landkreise und Gemeinden an, sondern wir überlegen, vielleicht splitten wir es auch mal sektoral, also irgendwie nach Branchen und nach Beschäftigungsgruppen oder Altersgruppen. Also, dass man es eben noch nicht auf das Individuum runterbricht, aber diese Lücke ein bisschen versucht zu schließen. Das sind eben Punkte, die möglich wären, ohne irgendwelche Gesetze heute schon zu ändern. Und dann eine ganz große Forderung ist eben, diesen Paragraph 30 der Abgabenordnung zu präzisieren, weil der nämlich momentan nicht nur verbietet, dass Steuerdaten veröffentlicht werden, sondern eben auch, hatte ich vorhin kurz angesprochen, massiv erschwert, dass Steuerdaten sogar nur von einem Finanzamt zum nächsten weitergegeben werden. Also da ist einfach auch schon, wenn die versuchen wollen nachzuvollziehen, ob denn jemand alles richtig gemacht hat mit seinen Steuerzahlungen, werden da die Finanzämter untereinander schon massiv behindert, weil da der Datenschutzgedanke ja so massiv im Vordergrund steht. Das Ganze ist aber natürlich nicht nur ein rechtliches Thema, sondern vor allem ein kulturelles. Also irgendwie diesen großen Aufschrei gibt es nicht deshalb, weil es gegen irgendein Gesetz verstoßen würde, sondern weil wir halt ja gewohnt sind, über Geld spricht man nicht und diese Neiddebatte und irgendwie da fragt man erst recht nicht nach. Deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung, damit einfach mal anzufangen. Denn das Steuergeheimnis ist genauso wie das Wahlgeheimnis. Der Staat muss dafür sorgen, dass es geheim bleibt. Ich selber darf aber jederzeit drüber reden. Ich darf also sagen, was ich das letzte Mal gewählt habe und ich darf euch auch sagen, was ich letztes Jahr an Steuern gezahlt habe. Wenn man drüber nachdenkt, und das habe ich vor diesem Vortrag, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich meinen Steuerbescheid einfach da auf so eine Folie packe? Selbst mich beschleicht im ersten Moment so ein bisschen mulmiges Gefühl. Weil dieses Thema Neiddebatte ist ja nicht nur eins, wo ich sagen kann, da mache ich jetzt nicht mit, sondern es ist eins, wo es auf das Publikum oder die gesellschaftliche Reaktion dann ankommt. Und keine Ahnung, ob sich morgen über Twitter irgendjemand drüber echauffiert, was ich letztes Jahr verdient habe oder nicht verdient habe. Aber ich habe beschlossen, ich mache das jetzt mal, den Lesetipp gibt es später. Ich weiß nicht, doch, man kann es sogar halbwegs lesen. So sieht mein Steuerbescheid vom letzten Jahr aus. Da unten sieht man die Summe, was ich verdient habe. Ich finde, das ist tatsächlich was, was gar nicht unbedingt sofort öffentlich sein muss. Mir würde schon vollkommen reichen, wenn da oben eben diese aggregierte Summe, was ist denn festgesetzt, was ich an Steuern zu zahlen habe, wenn die veröffentlicht wird. Hier steht eh nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Ich habe keine großen Kapitalerträge letztes Jahr gehabt, auch wahrscheinlich dieses Jahr und in den näheren nicht. Aber wenn man jetzt quasi sagen würde, man will nicht genau eins zu eins nachvollziehen, was jemand verdient oder welches Vermögen er hat, dann könnte man über diese Summe der Gesamtsteuern, finde ich, wäre es ein sehr, sehr schöner Kompromiss zu sagen, okay, es ist jetzt nicht en Detail ersichtlich irgendwie, wie viel Gold du in deinem Keller liegen hast. Wir wissen aber trotzdem, ob du deinen Teil zu diesem Gemeinschaftsprojekt beiträgst oder nicht. Ja, ich bin mit meinen Folien soweit durch. Ich würde in die Diskussion starten mit der Frage, wer von euch denn seinen Steuerbescheid veröffentlichen würde. Danke. Hi, so, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Zum Ersten, ich bin ja halber Engländer und ich finde das von dem her bemerkenswert, weil es gerade in England, aber ich glaube auch in Amerika, also im angloamerikanischen Raum, wie man so schön sagt, überhaupt kein Problem ist, darüber über Gehalt zu sprechen. Das ist eine sehr, sehr deutsche Sache, so wie ich es zumindest wahrnehme. Also wenn ich in England mit Freunden unterwegs bin, die fragen mich, was ich verdiene, dann sage ich das halt auch und frag die auch, und das ist überhaupt kein Problem, da redet man halt öffentlich offen drüber. Und in dem Punkt hast du das ja unter Kritik diese Vertragsfreiheitssache als Kritik angebracht. Ich finde, das ist aber, das kann man auch umdrehen und sagen, das ist halt eine Chance darin, eben Einkommensgerechtigkeit herzustellen, weil man das eben veröffentlicht. Also ich finde, das ist halt eine Kritik von Unternehmen oder von denen, die das Geld geben sozusagen, weil sie natürlich
befürchten, dann irgendwie Einkommensgerechtigkeit herzustellen. Ich sehe das eher andersrum als Chance eben für die Allgemeinheit. Sehe ich ganz genauso kurz. Deswegen Kritik aus Unternehmenssicht war das vorher. Genau. Und der letzte Punkt war, also ich habe einen Freund in Norwegen und da ist es sogar so, dass man, wenn man Namen, gibt es so ein Online-Dings, da kann man so dessen Namen eingeben und dann sieht man nicht nur, was der verdient hat und oder was der an Steuern gezahlt hat, sondern auch, wie sein Ranking in seiner Altersklasse in dem entsprechenden Postleitzahlengebiet ist. Das heißt, man kann sogar sehen, okay, der ist der, also in dem Fall ist dieser Freund irgendwie Informatiker und Anfang 30 und verdient halt hat am zweitmeisten in Tromsø Steuern bezahlt. In seiner Altersklasse. Also das geht da durchaus noch deutlich weiter und ich sehe persönlich da auch, ich habe keine Ahnung, wie viel Steuern ich gezahlt habe letztes Jahr, aber ich sehe da auch irgendwie kein Problem darin und finde das deswegen auch sehr, sehr gut und ich sehe das durchaus als Beitrag, um im Zweifelsfall dann Leuten, die auf meiner Ebene in der gleichen Firma sind und vielleicht weniger verdienen, die Chance zu geben, nicht Neid zu haben, aber doch auch ihren Teil einzufordern. Du hast angesprochen, die politische Kultur, die dazu nötig ist. Wenn die Politik will, geht das ganz schnell. Und zwar, ich kann ein Praxisbeispiel aus Österreich nennen, da geht es zwar nicht um Steuern, aber um das Umgekehrte, um Subventionen. Da hat man eine Transparenzdatenbank aufgesetzt, die die Subventionen an landwirtschaftliche Betriebe veröffentlicht. Auch durchsuchbar. Gab es das in Deutschland auch? Ja. Und im Vorfeld wurde behauptet, ja, da werden sich die Bauern mit den Mistgabeln gegenseitig abstechen, weil der Nachbar 10 Euro mehr Subvention bekommen hat. Und Ähnliches wurde prophezeit. Ja, dann hat man die Datenbank online geschaltet und es ist genau nichts passiert. Es wurde nur ein Buch veröffentlicht, Schwarzbuch Landwirtschaft, die Subventionsempfänger von gewissen Politikern veröffentlicht hat. Also das geht relativ schnell, wenn man will, wenn die Politik es will. Hi Laura, du hast ja viele Argumente gebracht für ein transparentes Steuer, also das für Transparenz der Steuereinnahmen. Und meine Frage wäre, könnte man die gleichen Argumente nicht auch anwenden für eine Transparenz bei Sozialleistungsausgaben und bei Gesundheitskosten? Könnte man nicht genauso sagen, na, wenn ich jetzt weiß, mein Nachbar, der hat eigentlich ALG 2, aber ich sehe ihn jeden Morgen im Blaumann rausgehen, kann ich ja viel leichter beim Amt hingehen und ihn anschwärzen, dass er Sozialleistungsbetrug tut. Oder angenommen, ich wüsste, mein Nachbar, der hat jetzt da diese krass teure Reha gemacht und ich weiß, der fährt Motorrad, dann könnte ich ja quasi ihn regelmäßig bedrängen und sagen, pass mal auf, du, ich habe nicht Bock, bei einer Krankenkasse Beiträge zu zahlen, dass deine Reha bezahlt wird. Also meine Frage wäre, wärst du auch für eine Transparenz bei Sozialleistungsausgaben und bei Gesundheitskosten? Und wenn nein, wo grenzt du dich da ab und warum? Es ist tatsächlich in beiden Fällen keine Frage, die ich jetzt mit Ja oder Nein beantworten kann oder will, weil ich schon auch da noch einen Unterschied sehe, weil ich glaube, da, was ich irgendwie empfange aufgrund mancher Gründe, es sind deutlich individuellere Regelungen, die dann da greifen und Zustände im Allgemeinen als Steuersystem, was ich quasi beitrage. Ich sehe schon, dass man das in beiden Fällen also analog diskutieren kann. Ich gehe generell von ein bisschen anderem Menschenbild aus. Also ich glaube, weder ein transparentes Steuersystem noch jetzt hypothetisch ein transparentes Sozialleistungsempfängerverzeichnis würde dazu führen, dass sich die Leute gegenseitig ausspionieren und irgendwie anschwärzen. Also die das tun wollen, glaube ich, tun es heute schon und ich glaube nicht, dass das dadurch signifikant zunehmen würde. Ist das? Ja. Ich habe nochmal zwei Punkte und zwar, ich glaube, das eine, dass man überhaupt die jetzt schon öffentlichen Steuern von Firmen überprüft, wäre dringend notwendig. Man sieht es gerade in England, wo man ja festgestellt hat, dass Starbucks irgendwie gar keine Steuern zahlt, zumindest fast nicht, und sich da ziemlich arm rechnet. Und ich denke, da gäbe es auch sicherlich in Deutschland genügend Firmen, wo man einfach mal nachschauen müsste. Also ich fände es super, wenn sich jetzt Leute finden, die das machen. Und das Zweite ist, du sagtest das vorhin mit dem Steuerbescheid. Und da ist mir eingefallen, ich bin jetzt beschäftigt im öffentlichen Dienst. Das heißt, wenn man weiß, wie viel ich da schon gearbeitet habe, wie lange, weiß man sofort, wie viel Geld ich verdiene und wie viel Steuern ich zahle. Man muss vielleicht noch gucken, ob ich in der Kirche bin, aber das macht nicht so viel aus. Und
solange man mich irgendwie kennt und weiß, ob ich verheiratet oder verpartnert oder irgendwas bin, kann man da sofort hintersteigen. Das Spannende ist ja, von Leuten, die da als Hiwi arbeiten, bis nach ganz oben ist das, bis eben TVL oder TVÖD 15 ist das völlig klar. Und danach, wenn Leute im Ministerium sind, irgendwann anfangen, selber auszuhandeln, was sie machen, das sind die Leute, die dann wirklich Macht haben. Und da wird es dann halt völlig unübersichtlich. Und alle anderen, die eigentlich ja ne, viel kleiner sind, viel unwichtiger sind, da wissen wir das im Prinzip schon. Ja, ähnliches mit Tarifgehältern ja auch, kann man zumindest so halbwegs nachvollziehen, ja. Ich wollte was sagen zu dem Menschen, der gesagt hatte, dass er sich gegen die... Danke. Ja, das ist mir egal. Sprich. Der gesagt hätte, dass man dann ja irgendwie keine Lust hat, die Krankenversicherung zu bezahlen. Ja, drauf geschissen, keine Lust. Das geht nicht um deine Lust, du musst. Egal, was ich tue, das ist das Tolle an der ganzen Sache. Es ist Pflicht. Und ja, auch wenn ich unvernünftig bin, musst du. Und die andere Sache ist die, es ist doch gar kein Problem, das kannst du doch jetzt schon machen, deinen Nachbarn des Sozialbetruges überführen. Dafür brauchst du auch kein Ausgabenverzeichnis, das kannst du schon mit den Veröffentlichungen der Steuereinnahmen machen. Hm? Wie kann ich jemand anhand von Steuereinnahmen des Sozialbetrugs überführen? Na, wenn es tatsächlich dein Nachbar ist, den du überführen möchtest, weil du ihn jeden Morgen mit dem Blaumann rausgehen siehst, wenn du die Einnahmen sehen kannst, die er an Steuern zahlt, kannst du dir an drei Fingern abzählen, ob er bezahlt wird. Ja, gerade deshalb, du kannst auch abschätzen, wie viel der ungefähr verdienen wird. Ja, okay, also wir sind uns ungefähr einig, dass ein transparentes System an solchem Verhalten nichts ändern würde. Das meinte ich nicht, aber auch, ja. Ja, ich finde es immer wieder schön, so Momente zu erleben, wenn man sieht, dass sich andere über ähnliche Probleme Gedanken machen, wie man auch selbst schon länger, weil dieser Grundsatz, dass die Menschen oder die Bürger das Verhältnis zum Staat, ja, oder eigentlich der Staat, den gibt es ja an sich nicht, das sind ja wir alle. Eben, also, genau das. Ja, genau das. Und genau das ist den meisten nicht bewusst und das ist in meinen Augen strukturell manifestiert in diesem System jetzt hier. Und ich finde aber, dass wir vielleicht sogar noch über Schweden hinausgehen müssen so ein bisschen, weil ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, dass das ganz zentral wäre, auch eine Art Zweckbindung zu haben. Also das heißt, Abgaben sind ja immer zweckgebunden, Steuern sind ja per se nicht zweckgebunden. Das heißt, man könnte sich ja auch überlegen, es ist ja auch eine Art von Transparenz und es würde in meinen Augen auch signifikant die Steuermoral erhöhen, wenn man wüsste, wo seine Abgabe dann auch genau hinfließt, also eine Art stärkere Zweckbindung zu ermöglichen. Das ist natürlich noch ein viel radikalerer Schritt, wenn man sich überlegt, heute ist ja die Steuer die Regel und dann in dem dann visionären System wäre dann die Abgabe eher die Regel. Man braucht natürlich weiterhin Steuern, weil man wird nie natürlich 1:1 die Einnahmen mit Ausgaben decken können. Aber das nur mal als kleine Anregung. Was ich mir noch effektiver vielleicht vorstelle, langfristig um dieses Ersetzt-Staat-Verhältnis zu ermöglichen oder in die Richtung zu denken? Also ich habe diesen Gedanken durchaus auch. Ich glaube gar nicht, dass man dafür auf Abgaben umsteigen muss. Wenn ich tatsächlich diese Kette einfach durchgängig nachvollziehen kann, dann kann ich ja auch, diese Bundeshaushalt-info.de ist wirklich, kann man wunderschön drin rumspielen. Wenn ich da dann irgendwie genau sehe, wer was verdient und mir überlegen kann, okay, wir in meiner Straße irgendwie zahlen so und so viel, das entspricht irgendwie dem, was irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie neuer Schulbau oder Straßensanierung, was auch immer gekostet hat. Ich glaube halt tatsächlich, dass der wichtigste Schritt, diese Lücke zu schließen ist. Und dann diese Nachvollziehbarkeit, klar, geht noch einen Schritt weiter. Ich möchte gerne kurz zu deinen Graustufen da erwähnen. Ich finde nicht, also wie du aussagst, dass man muss wirklich da nicht erzählen, wie viel jeder Individ verdient oder Steuern zahlt, sondern also einfach eine feinere Gliederung wäre auch ausreichend, um irgendwie eine gesellschaftliche Solidarität zu erwecken, indem man sieht, okay, hier Leute, die unter... ich sag mal 40.000 Euro im Jahr verdienen, die zahlen 50% von den Einnahmen des Jahres oder sowas, also damit man irgendwie sehen kann, wie verteilt sich die, also wer trägt was von den staatlichen Leistungen sozusagen. Ne? Also es ist total super, dass du das ansprichst. Das ist nämlich zum Beispiel eine Information, die man auch heute schon über das Statistische Bundesamt kriegt, aber man weiß halt oder man kann auch nur suchen,
wenn man weiß, dass es irgendwas gibt und meisten wissen noch nicht mal, dass es das gibt und es ist halt irgendwo versteckt und im Zweifel soll man es nur noch bei irgendeiner Behörde anrufen, um diese Informationen zu kriegen. Dann habe ich auch noch eine. Das Problem mit der Veröffentlichung von zum Beispiel im Schnitt tragen die Leute, die unter 40.000 Euro im Jahr verdienen, so und so viel Prozent des Gesamtaufkommens, ist ja, dass man mit so Statistiken verhältnismäßig gut, ich will nicht sagen lügen kann, aber man kann mit denen halt Sachen behaupten, die vielleicht gar nicht so intendiert sind. Also natürlich kann man sagen, die Oberklasse, die halt am meisten Geld hat, die Top 10% tragen halt so viel des Gemeinwesens, den können wir ja wohl nicht mehr abverlangen, obwohl sie halt aber ja auch so exponentiell viel mehr verdienen als viele andere, die einfach keine Steuern zahlen können, weil sie zu wenig bekommen. Von daher können da halt auch diese aggregierten Statistiken potenziell in eine sehr unangenehme Richtung vielleicht interpretiert werden. Also das würde ich an der Stelle vielleicht als Problem sehen. Ich habe noch eine Frage und zwar zu Beginn. Sagtest du ja, wir könnten halt so ein System in Deutschland nicht machen, weil wir ja so indirekt in das Grundgesetz rein interpretiert dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben. Wie würdest du dann das jetzt angehen wollen? Also ich meine, da anzufangen, in dieses konstruierte Recht einzugreifen, wenn man halt, natürlich würde jeder Vertreter von Datenschutz an dieser Stelle sagen, ja, wenn man erstmal anfängt, da einmal was abzuschneiden von diesem Recht, dann kann man es ja beliebig zurechtschneiden, dann fällt es ja an der Stelle. Wie ist denn deine Position dazu? Ich würde sagen, es geht nur über einen kulturellen Wertewandel. Also wenn es tatsächlich, also wenn irgendwie ein Großteil der Menschen in diesem Land irgendwie offen über ihr Einkommen und irgendwie über Steuerzahlungen spricht, dann wird auch kein Gericht mehr urteilen können, nee, das dürft ihr aber nicht veröffentlichen, weil es sind private Daten, weil dann ist es irgendwie matter of fact. Und deswegen glaube ich, dass es halt auch nur über diese Schiene geht, weil das mit den Subventionen, was vorhin angesprochen wurde, ist ein schönes Beispiel, ist aber trotzdem, ist einmal noch Ausgabenseite und ist halt sehr spezifisch. Deswegen glaube ich, dass es da, selbst wenn es da eine willige Regierung gäbe, nicht einfach über Gesetze gehen würde momentan, weil eben momentan der Common Sense ist. Das ist irgendwie privat, das ist geheim und deswegen müssen wir in dem zuerst was ändern. Ja, ich habe mich gefragt, du hast ja bei den Wirkungen unter anderem eine Verbesserung der Steuerzahlungsmoral angegeben, was in Schweden so ist. Könnte es nicht auch den umgekehrten Effekt haben, dass Menschen sehen, ah, okay, Person XY verdient so viel mehr Geld als ich, zahlt aber nicht so viele Steuern, ich möchte auch keine Steuern mehr zahlen? Jein, weil Steuern ist ja nicht, ich will die ja nicht unbedingt zahlen, sondern ich habe die zu zahlen. Das heißt, ich kann natürlich dann mich dazu motiviert fühlen, irgendwie noch bessere Steuertricks zu finden oder noch besser zu bescheißen. Allerdings, sobald ich halt wirklich Steuern hinterziehe, wird das dann ja auch sichtbar und ist, glaube ich, sehr schnell aufdeckbar und dann auch ahndbar. Deswegen glaube ich nicht, dass es in der Summe zu weniger Steuern führt, im Gegenteil. Ich glaube, dass es eher so eine vorbeugende Wirkung hat, im Sinne von, wenn ich weiß, okay, das wird auch irgendwann mal veröffentlicht, dass ich vielleicht nicht mehr unbedingt überlege, ob ich jetzt irgendwie das dritte illegale Schwarzgeldkonto irgendwo anlege, sondern dann von mir aus vielleicht noch die irgendwie legalen Steuertricks nutze, die ich übrigens auch schon total absurd finde, aber eben nicht mehr in die Illegalität wirklich da trifft. Okay. Ich habe noch ein paar Lesetipps, wenn es nichts mehr gibt. Ich sehe zumindest gerade keine Hand. Einmal fand ich total spannend. Ich habe heute das Zeitmagazin in die Hände erst gekriegt. Deutschland macht Kassensturz, wo sie irgendwie, ich glaube, 10 Menschen tatsächlich über ihre komplette Einkommenssituation befragt haben. Die Hälfte davon hat sich danach wieder entschieden, es doch anonym zu machen. Aber allein die Beschreibung der Reporter, wie lange sie gebraucht haben, das zustande zu kriegen, ist sehr, sehr spannend. Und dann, danach hatte ich die FAS in der Hand, bloß keine Transparenz, die hier titelt, Manager, die zu viel über den Bonus ihrer Kollegen wissen, werden schnell unglücklich. Wo also dann quasi so eine neue Konkurrenzsituation, die eben in solchen Gehaltsebenen entsteht, dazu genutzt wird, gegen Transparenz zu argumentieren. Und generell zum Thema transparente Steuersysteme gibt es super spannende Studien von der Friedrich-Ebert-Stiftung, also einfach mal FES und Steuertransparenz googeln, wen es interessiert. Die haben da 2009 sehr, sehr viel dazu gemacht. Ich glaube, die SPD möchte momentan nicht daran erinnert werden, aber da stehen auch sehr, sehr konkrete politische und rechtliche Möglichkeiten, Änderungswünsche drin. Ja, kann ich nur empfehlen und ansonsten herzlichen Dank für Aufmerksamkeit und Diskussion.
Ja, ich habe auch nur noch 5 Worte gegründet. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Gerundet, habe ich gesagt. So zahlreich gekommen seid. Dass ihr euch noch so spät nach einer vielleicht langen Nacht hier hingesetzt habt und noch inhaltlich gearbeitet habt und diskutiert habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen davon und bleibt weiter postprivat. Viel Spaß.